Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live und mir zugeschaltet aus Klagenfurt ist jetzt Peter Packholt, Trainer von Austria Klagenfurt. Grüß Gott, Herr Packholt. Hallo, schönen Tag. Herr Packholt, Sie haben doch einen sehr flammenden Appell für das Impfen abgegeben. Sie haben auch eine persönliche Betroffenheit. Ihre Schwester, glaube ich, ist Pflegerin auf einer Intensivstation. Was hören Sie denn da? Was spielen sich da derzeit für Szenen ab? Nicht die Schwester, die Schwägerin. Die Schwägerin. Die Schwester, genau. Von meiner. Ja. Ja, natürlich, die arbeitet im AKH. Ich hoffe, dass es ihr recht ist, wenn ich Namen sage ich so und so nicht, aber sie weiß eh Bescheid. Und ich war erst vor kurzem im AKH, weil leider meine Schwiegermutter vor kurzem erst dort verstorben ist und habe das Ganze dort ein bisschen so miterlebt und jetzt danach, wie das Ganze da jetzt wieder ausgebrochen ist. Da hört man natürlich schon ganz andere Sachen und das macht schon ein bisschen betrübend. Jetzt sprechen Sie sich für das Impfen aus. Seit vergangenem Wochenende wissen wir, es wird auch eine Impfpflicht geben. Wie sehen Sie das denn? Finden Sie das gut, dass es jetzt auch eine Verpflichtung zu impfen geben wird? Ich glaube, alles, was mit Zwang gemacht werden muss, wird nicht funktionieren. Und ich bin natürlich auch derjenige, der was appelliert an die Menschen, sich bitte impfen zu lassen. Wir haben jetzt der einzige Staat, was auf einmal in einen Lockdown geht, also bevor das noch Deutschland oder die anderen Länder das gemacht haben. Deutschland hat jetzt gestern bei ein paar Bundesländern nachgezogen oder zumindest verschärfte Kontrollen gemacht. Aber ich sage immer, so war das auch in meinem Beruf, alles, was mit Pflicht zu tun hat, wird nicht funktionieren. Und ich gehe auch davon aus, dass diese Impfpflicht sehr schwer umzusetzen ist, ohne dass ich jetzt Näheres weiß, politisch oder was. Aber man hört ja schon aus der EU, dass der Gerichtshof sagt, na, Impfpflicht wird es wahrscheinlich wird nicht durchgehen. Aber man kann nur appellieren an die Leute, sich impfen zu lassen. Man sieht ja das ganze Chaos, was jetzt passiert. Nicht nur, dass Leute sterben und nicht nur, dass wir enorme Zahlen haben, für das, dass wir so ein kleines Land sind, sondern auch es geht ja auch um die Wirtschaft. Und wenn ich da sehe, ich habe mir gerade jetzt vor ein paar Minuten wieder diese ganzen wirtschaftlichen Sachen angehört, wie die Kleinbetriebe jetzt wirklich ans Limit kommen. Und da muss man schon bedenken, dass da auch um Arbeitsplätze und vor allem um Familien geht. Weil wenn das Einkommen dann nicht stimmt, geht der Kreislauf immer weiter. Und man kann nur einfach appellieren an jene Leute, die was noch immer Impfgegner sind, doch auch ein bisschen auch solidarisch zu sein gegenüber die, was sie impfen lassen. Es kann nicht nur sein, dass der, was sie impfen lässt, dass der solidarisch ist und der, was der Impfgegner ist, eigentlich nicht solidarisch ist. Das liegt natürlich jedem frei. Und das sind wir Gott sei Dank in einem Staat, wo man nur selber bestimmen kann, wie was war. Aber man muss schon ein bisschen auch auf das ganze andere schauen, was ihm da passiert. Wie kann man denn Ihrer Meinung nach die Menschen zum Impfen bewegen? Vor allem die, die eben skeptisch sind und die vielleicht sogar Angst haben vor einer Impfung. Nur appellieren weiterhin, oder? Natürlich gibt es da jetzt verschiedene Beispiele. Ich glaube, Burgenland war ein großer Vorreiter von denen mit so einem Gewinnspiel und so weiter. Aber ich denke einfach, dass man es einfach in die Medien permanent einfach bringt und sagt, hey, das Impfen hilft auch. Ist ja nicht so, dass da nichts weitergeht. Aber es ist einfach wichtig, dass man die Leute wirklich aktiviert zum Impfen, zum Gehen. Ich glaube, jetzt in Wien bei der Demonstration waren ja auch viele dabei, die was schon geimpft sind, die was ja auch appellieren, dass sich der Impfgegner auch impfen lässt. Das waren ja nicht nur alles gegen die Impfung, sondern auch für die Impfung dabei. Das muss man ja auch immer wieder betonen. Wie ist es denn eigentlich bei Ihrer Mannschaft? Sind da alle Spieler geimpft? Nein, es sind nicht alle Spieler geimpft. Also wir haben schon den ein oder anderen Spieler, der nicht geimpft ist. Und man kann einfach nur an appellieren und an ihm herantreten. Ja, es ist halt natürlich dann auch schwer, wenn dann von der Regierung dann, das ist ja auch die Gefahr, glaube ich, jetzt auch, vor allem bei uns in der Sportart, wann wirklich dann kommt,
dass du geimpft sein musst, um deinen Beruf auszuüben. Diese Gefahr müssen sich natürlich die Spieler, sind ja bei anderen Vereinen, ist ja genau dasselbe Problem, wenn diese Gefahr dann kommt, dass du einfach auf einmal deinen Beruf nicht mehr ausüben darfst. Und das muss sich der Spieler halt bewusst sein. Wie gehen Sie da mit ungeimpften Spielern um? Die Bayern, die sind da ja ziemlich rigoros, die kürzen ja Ungeimpften jetzt sogar anscheinend das Gehalt. Ja, aber da fangen die Spieler zum Lachen an. Also nicht besser, also wenn ich, es wird immer eine Person bei Bayern herausgenommen. Ich nenne jetzt andere Namen, weil der wird immer genannt, aber es ist ein Gnabry, es ist ein Musiala, nicht geimpft, also das sind schon Leute und Spieler, so vor allem wie ein Gnabry, der was doch dieses Monatsgehalt, wenn wir es jetzt da nicht überweisen, das verkraften kann. Er wird trotzdem nächstes Monat weiterhin dreimal warm essen können. Also dieses mit der Geldstrafe, mit einer Geldstrafe kannst du das aus meiner Sicht nicht ändern. Also man muss mit anderen Mitteln daherkommen, man muss mit den Spielern sprechen, man muss sie überzeugen. Es ist natürlich nicht einfach, wenn sich einer komplett wehrt, aber das Schlimmste wäre, wenn er dann kommen würde, hoppala, du kannst deinen Beruf, sprich Fußball, in dem Sinne Fußballspieler, nicht mehr ausüben, weil die Regierung sagt, nein, es dürfen nur mehr Geimpfte da zu Werke gehen. Was sind die aber mit Geldstrafe ist da bei den Spielern, so wie Kimmich, Gnabry, nichts ändern. Was sind die Beweggründe, die Ihre SpielerInnen nennen, warum sie sich nicht impfen lassen? So noch habe ich mit einer über das noch nicht gesprochen. Ich habe es zwar immer wieder angedeutet, aber sie haben halt, sie geben halt andere Gründe auf, warum. Und ja, muss man akzeptieren. Ich bin ja nicht der, was dann drauf hat, sondern er muss sich halt seiner Sache bewusst sein. Ja, schlimm ist das halt dann, wenn ein Spieler natürlich dann auch ausfällt. Und wäre er ihm vielleicht positiv getestet, das tut ein Verein halt natürlich mehr und mehr weh. Sehen Sie da eigentlich im Sport oder im Fußball momentan besondere Probleme beim Impfen? Weil da gibt es ja doch einige sehr Prominente, Kimmich haben Sie schon genannt, aber durchaus auch andere, die da in den letzten Tagen und Wochen Schlagzeilen gemacht haben, damit, dass sie sich eben nicht impfen lassen. Ist das Ihrer Meinung nach ein besonderes Problem in der Fußballszene? Nicht nur in der Fußballszene. Nehmen wir unseren besten Tennisspieler her. Dominik Thiem, den muss man natürlich sehr schätzen, dass aufgrund seiner Leistungen, was er gebracht hat, hat sich auch lang gegen die Impfung gewehrt. Novak Djokovic legt sich auch quer. Jetzt stehen die Australien Open vor der Tür. Australien sagt schon klipp und klar, es dürfen nur Spieler und Spielerinnen spielen, die geimpft sind. Und da muss man sich natürlich dann als Sportler auch der Vorbildfunktion bewusst sein. Und man kann einfach nur auch American Football, wenn man sieht, Spieler erst Rodgers, ist man draufgekommen, ist nicht geimpft. Oder ist, natürlich, das ist eine Entscheidung, aber es wird dann vielleicht irgendwann einmal, wenn die Zahlen nicht irgendwie radikal runtergehen, werden dann natürlich die Regierungen Maßnahmen setzen müssen, dass das dann natürlich Einzelpersonen sind und die was eigentlich in diesem Sinne eigentlich doch eine Vorbildfunktion hätten, wäre schon schön, wenn das auch passieren würde. Jetzt haben Sie schon angesprochen, wir sind wieder in einem Lockdown. Das heißt auch Fußballspiele ohne Zuschauer. Was heißt das für Sie? Was heißt das für die Spieler? Was heißt das für die Vereine? Für die Vereine ist das natürlich ein Wahnsinn. Wenn ich bedenke, erst heute jetzt beim Vormittagstraining mit dem Geschäftsführer ein bisschen gesprochen und weil wir geredet, wir hätten zum Beispiel jetzt am Samstag Red Bull zu Hause, Salzburg und den letzten Spielsturm Graz. Das sind doch zwei Gegner, die natürlich auch sehr zugkräftig sind, ja, aber es gibt natürlich auch bei den anderen Vereinen und für uns als finanziell kleiner Verein treffen solche Entscheidungen natürlich sehr, sehr hart. Wir müssen sie mittragen, wir bekommen auch nicht diese staatliche Unterstützung, wie es vielleicht andere Vereine in Österreich bekommen, aber es ist natürlich in einer Weise Wahnsinn jetzt für die Zuschauer, für den Verein, für uns Spieler und Trainer ist vielleicht nicht so tragisch. Wir können weiterhin unseren Beruf ausüben, den muss man natürlich sehr gerne machen, aber wirtschaftlich, es geht ja nicht nur um Fußball. Ich denke, ich habe gerade jetzt einen großen Bericht gesehen, wo es über Kärnten geht, über die Gastronomie, über Ski, über die Skibetriebe und so weiter, über den Handel. Und jeder, der was, glaube ich, einmal selber selbstständig war,
der weiß, was da jetzt im Moment passiert. Und es sind natürlich Existenzen bedroht und das ist das Schlimme an dieser ganzen Sache. Welche Sicherheitsvorkehrungen treffen Sie denn eigentlich bei Ihnen im Verein, damit da keine Corona-Cluster entstehen? Und erstens einmal haben wir jetzt, so wie es vorgeschrieben ist, die Maskenpflicht auch in der Kabine drinnen. Wir gingen auch zu den Spielern da mit der Maske. Der große Vorteil ist auch, jetzt können Sie die Spieler nicht irgendwo treffen in einem Kaffeehaus oder auch irgendwo. Das klingt komisch, aber es ist ihren Vorteil. Und dadurch sind auch die Spieler, also bei uns im Verein, muss ich sagen, haben sich die Spieler diese 10 Monate, 11 Monate, wo ich da bin, sehr, sehr diszipliniert verhalten, sind wenig fortgegangen. Sie gingen nach dem Training nach Hause. Natürlich treffen sie sich bei irgendeinem Spieler einmal zu einem Café oder was. Aber ich kann meiner Mannschaft da nur ein großes Kompliment ausrichten, weil sie da sehr, sehr diszipliniert waren. Und abschließend noch, es gab ja sehr viel Kritik am Pandemie-Management der Bundesregierung, dass es erst zu spät Maßnahmen gegeben hat. Ärgert Sie das eigentlich und hätte man diese Situation jetzt Ihrer Meinung nach verhindern können? Ich denke, wenn man den Virologen und den Ärzten im Vorhinein gut zugehört hat, war zum Erwarten, dass da irgendwas passiert. Was mich halt ärgert, ist einfach das, was im Frühjahr gesagt worden ist. Nach dem Sommer werden wir unser normales Leben wieder zurückhaben und so weiter und so fort. Und passiert ist genau das Gegenteil. Wir haben einen Lockdown, der war sicher wahrscheinlich, glaube ich, vermeidbar gewesen wäre. Mhm. Aber jetzt zu sagen, was jetzt falsch oder richtig ist, im Nachhinein sind wir immer alle gescheiter, das wissen wir. Es ist im Sport nicht anders. Aber ich denke schon, wenn man genau zugehört hätte, wäre es sicher vieles vermeidbar gewesen. Und vor allem dieser Lockdown. Herr Packold, vielen Dank für das Gespräch und schöne Grüße nach Klagenfurt. Sehr gerne, danke. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.